Ja, ihr habt euch ja mit hier angemeldet zur Freeride-Anfängergruppe oder Einsteigergruppe und jetzt wollen wir mal kurz einen Materialcheck machen, ob wir alles mit haben, gerade LVS-Gerät und Schaufel und Sonde. Und dann gehen wir hoch ins Gelände und suchen uns ein paar nette Sticklangen, wo wir die ersten Schritte ins Gelände einfach machen. Und dann wollen wir uns da drin vergnügen, den einen oder anderen wird es vielleicht ein bisschen stingeln oder kugeln und dann schauen wir, dass wir das verbessern. Ich denke mal, es ist wichtig, dass man sich sicher verhält auf der Piste und vor allem, wenn man eben dann Touren abseits geht, mit dem LVS-Gerät umzugehen, das haben wir eben da oben schon gemacht. Jetzt steht ein steilerer Hang an. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also es wäre auf jeden Fall gut, wenn man die schwarze Piste gut befahren kann, vom Eigenkönnen her, damit man relativ sicher auf dem Ski steht. Weil das ist dann doch im Gelände noch wieder ganz anders, auch wenn das nicht so steil ist wie eine schwarze Piste. Aber es sind einfach wieder komplett andere Umstände. Wichtig ist einfach, genau die Sachen anzuwenden, immer wieder mal rausgehen ins verspurte Gelände, ins Gelände allgemein, fahren, dran denken, einfach Ski zusammen, Vorlage, Arme nach vorne nehmen, einfach immer wieder die Sachen verinnerlichen und abrufen und dann geht es dahin mit der Technik. Ja, positives Resümee, es war wirklich cool. Und da ist ein Potenzial dahinter, würde ich sagen.